Reini, du bist unmöglich. Reini, du bist unmöglich. Hast du mich jetzt verschreckt? Wo bist du so lange gewesen? Was ist los, Reini? Du bist fast eine Stunde spät. Der Vic und Lea können jeden Augenblick da sein. So, sag doch etwas. Ein Reisebüro. Was? Für was brauchst du jetzt ein Reisebüro? Oh, Scheisse, wacht, die sind schon zu. Zwiss. Reini. Der Vic und Lea kommen zum Essen. Süß. Hier geht's doch noch. Nein, es ist dein Geburtstag. 0848 800 700. Süß. Nein. Kann ich einen Flug buchen? Einen Flug? Für zwei Personen. Nein. Für heute Abend. Was? Ist egal, wohin. Ja, sie haben vollkommen richtig verstanden. Es ist völlig gleich, wohin. Also niemand, was kein Visum braucht. Nicht Deutschland, Holland, Dänemark, Frankreich, Spanien. Sag mal, was ist los? Abflugzeit. Aha, Moment mal schnell. Augenblick. Wie lange haben wir auf dem Flughafen? Hast du getrunken? Mit dem Taxi. Nein, gut. Also jetzt haben wir 6:30. Ich würde sagen, wir könnten, sagen wir mal, ab 9 Uhr könnten wir einchecken. Ist also gleich, wohin? Heini, langsam werde ich böse. Nein, fang mal einpacken. Such Bess. Bitte, Heini. Und nur ein Koffer, ganz einen kleinen. Und erste Klasse, bitte. Heini, ich brülle. Nein, brülle nicht, pack ein. Aber nur das Allernötigste. Wir kaufen dann alles andere, wenn wir dort sind. Wo sind wir? Barcelona. Oh ja, das ist aber grossartig, ne? Abflug am 8:45, ja, das ist wunderbar. Heidi, was ist denn bitte so sehr? Ja, also gut, dann buchen Sie mir bitte zweimal Barcelona. Abflug 9:15. Erste Klasse. Nein, kein Rückflug. Schoch Heinrich. Frau Heidi. Heidi mit Y. Tickets halb Stunde vor dem Einchecken, geht in Ordnung. Danke vielmals, merci für die Hilfe. Es ist dein Geburtstag. Ja, ich weiss. Du Zappast, Zahnbürste, die Rasiersache ist alles, was ich brauche. Gell? Dann rufst du jetzt wieder an. Kann ich ein Taxi auf den Flughafen, bitte? Zwei Personen. Schoch. Goldregenweg 77. Ja, gerade am Ecke, richtig. Und so schnell wie möglich, wenn es geht. Viertelstunde, geht in Ordnung. Danke vielmals. Heini! Hetti! Lass mir jetzt mal gut zu. Nein, du hörst mir zu. Du hast getrunken und jetzt bist du zu, total zu. Du weißt genau, dass du keinen Alkohol verträgst. Du trüllst ja durch. Nein, ich trülle nicht durch. Bitte, Heini. Wir haben Vic und Lea zu deinem Geburtstag eingeladen. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das ist dein Aktenköfferli. Was ist das? 1.250.000 Franken. Wie? 1.250.000 Franken. Alles 100er Noten. 12.500 braucht die 100er Noten. Was? Heini, wie kommt das Geld in deinen Aktenkoffer? Das ist es ja, das ist nicht mein Koffer. Was? Ich stehe am Bahnhof, warten auf die S-Bahn, wie immer, eben mit dem Koffer. In der untersten Schublade. Ja, dann hat es auf dem Perron, ich will ein Halstuch anlegen. Mach den Koffer auf, zum es rausnehmen, dann sehe ich, dass es nicht meinen ist. Ich hab es. Wieso nicht deinen? Ja, ich muss meinen im Traum stehen lassen und dann habe ich vermutlich das Versehen hier mitgenommen. Ja, warum hast du den sofort zurückgebracht? Ja, wohin? Ich hatte ja fast einen Schock gehabt, als ich plötzlich den Haufen Geld gesehen habe. Du, wie würdest du reagieren, wenn du deine Handtaschen aufmachst und es wären 1.250.000 Franken drin? In meiner Handtasche hat nicht so viel Platz. Theoretisch.
Woher weißt du überhaupt, wie viel es ist? Ich habe es zählt. Vor allen Leuten auf dem Perron. Sicher nicht, im Bahnhof 5. Ich habe ja gewusst, du hast getrunken. Zuerst habe ich doch mal müssen überlegen, was ich jetzt machen soll. Das Geld sofort aufs Fundbüro bringen hättest sollen. Dann habe ich mir einen Grappillon bestellt. Und der Tamil, der serviert hat, versteht Grappa und bringt mir einen. Da habe ich gedacht, das ist auch gut, nicht? Und trinken. Aha. Und dann bin ich mit dem Koffer auf die Herrentoilette. Und zuerst habe ich mal überlegt, ob das vielleicht nur so eine Fata Morgana ist. Das war aber keine gewesen. Gut, dann bin ich auf die Brille geguckt und erzählt. Nein, nein. Und dann bin ich zurück ins Restaurant und habe mir noch mal einen bestellt. Ein Grappier? Nein, das war ein Grappa. Und dann? Dann bin ich noch zweimal zurück zu den Herren, habe noch zweimal nachgezählt. Und beim letzten Grappa habe ich gesagt, so eine Chance hast du nur einmal im Leben. Heini, das ist Diebstahl. Also über das habe ich ja auf dem Klo vom Buffet lang nachgedacht. Du, ich sag dir, das Geld ist doch nicht mit rechtlichen Dingen erworben worden. Das kann ja gar nicht anders sein. Du, alles braucht die Noten. Bündelt mit Gümmeli drumherum. Entschuldigung, also, wenn das kein dreckiges Geld ist. Trotzdem. Nein, mein Gewissen ist sauber. Jetzt habe ich 40 Jahre lang gekrampft, jetzt komme ich endlich meinen verdienten Bonus über. Die Polizei will gar nicht, weil sie nichts erfahren. Und warum erfahren sie nichts? Hm? Weil der Verlust von dem Geld gar nicht gemeldet wird. Mensch. Komm jetzt packen. Heini, ich will heute Abend mit dem Vic und der Lea zu Nacht essen und auf deinen Geburtstag anstoßen. Und ich will am Goldregenweg 77 wohnen bleiben. Man könnte doch gar nicht da wohnen bleiben. Wenn ich den Koffer von dem Glünki habe, hat ja der logischerweise meine. Mit all meinen Sachen drin. Wo am Morgen dachte, der Bude aufregt nach mir und nach seinem Koffer. Und um die Zeit müssen wir längstens weiter weg sein. Irgendwo in einem Hotel als Herr und Frau Mosima. Was Herr oder Frau Mosima, der Stirnemann, der Hörlmann, der Stadlmann, das ist doch Schnuppe! Er sucht uns überall. Und er findet uns und zeigt uns bei der Polizei. Das kann er doch gar nicht, das habe ich dir doch gesagt. Wenn er sich nicht selber als Messer liefern. Du, der Mr. Glünki, der hat doch irgendjemand um 1.250.000 Franken beschissen und jetzt ist er selber da lackiert. Juppie! So kenne ich die ja gar nicht. So habe ich mich ja auch noch nie gefühlt. Barcelona! Nein, ich wollte nicht auf Barcelona. Aber dir hat es immer gefallen, Spanien. Sind wir dreimal wieder in der Ferien. Aber wir sind nicht ausgewandert. Also gut, wenn dir das Barcelona nicht gefällt, dann bleiben wir eine Nacht und am anderen Morgen fliegen wir weiter. Auf Seychellen oder Bermudas oder auf Bali. Du, ich kauf dir Bali. Nein! Oh Gott. Das werden der Vic und Lea sein. Ich gehe selber. Ich gehe packen, schau, dass du irgendwie wieder abwimmeln kannst. Aber wir haben es doch zum Essen eingeladen. Was soll ich sagen? Sag ihnen doch. Sie sollen miteinander im Grillraum vom Borolack essen. Ich lade sie ein. Aber du hast doch heute Geburtstag. Und ich habe doch eine Kalbsbrust für dich. Wie? Oh, ich habe gemeint, ich habe jemand anderes erwartet. Knab Hans, Kantonspolizei. Polizei? Jetzt schauen da. Sind Sie Frau Schoch? Sie erlauben. Bitte, Herr Knabe Hans. Könnte ich schnell Ihrem Mann sprechen, Frau Schoch? Um was geht's? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mit Ihrem Mann allein reden. Ich gehe ihn gerade holen. Er ist über oben. Möchten Sie Spanisch Nüssli? Nein, danke. Es hat geläutet. Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen... Heini! Das ist mein Mann, der Heini. Entschuldigen Sie, ich gehe schnell anschauen. Ja, natürlich. Ich nehme an, das sind der Vic und Lea. Das Weltis. Wir haben sie zum Essen eingeladen. Wollen Sie nicht absitzen? Danke. Wir haben eben heute Abend die Geburtstagsparty. Nur im kleinen Kreis. Der Vic und Lea und der Heini und ich. Er hat heute Geburtstag, der Heini. Oje. Ja, wenn Sie nicht aufmachen. Mama. Mein Mann kommt gerade runter. Er legt nur schnell etwas an. Etwas anderes. Vic.
der Taxi. Ach so, ich hab gemeint. Sie haben gemeint in 15 Minuten, aber ich habe sie 10 geschafft. Ach so. Wo sind die Koffer? Koffer? Für die Reise. Ah, die Koffer? Die für den Flugplatz? Es fliegt aber fort. Mit dem Flugzeug. Also nicht meine, meine Schwester. Sie ist da zu Besuch und heute fliegt sie wieder heim. Stellung lautet auf Schoch. Nein, nein. Der Herr Schoch fliegt nicht fort. Der hat heute Geburtstag. Er hat den Taxi noch bestellt für meine Schwester. Warten Sie doch bitte draußen, Herr. Willi. Also bitte, Willi. Ernst, wenn Sie mich duzen wollen. Willi ist mein Familienname. Ja, also Herr Ernst. Willi. Ja, ja, schon recht. Wenn Sie schnell 2 Minuten würden draußen warten, meine Schwester ist noch nicht ganz fertig. Ist gut. Ich habe gerade um die Ecke parkiert. Wohin fliegt Ihre Schwester? Australien. Australien, cool. Zu den Antipoden. Sie ist ausgewandert. Jetzt hat sie jetzt wieder mal ein Psychli gemacht und heute fliegt sie wieder zurück auf Sydney. Schön. Ich warte aus auf das Bärli. Welches Bärli? Da steht 2 Personen. Das ist doch ein Bärli. Ja, 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 das stimmt. Ja. Meine Schwester und ihr Mann. Wegen dem ist sie ausgewandert. Er ist Australier. Ich sage Ihnen, der Taxi warte draußen um die Ecke. Okay. Einen guten. Ist ein bisschen hektisch heute Abend. Scheint so, hä? Wenn nur nichts anbrennt. Wie meinen Sie das? Ja, das Geburtstagsessen, das für Ihre Freundin zu Welt ist. Ah, oh, nein, nein, ich habe alles im Griff. Es gibt eine Kaltbrust. Eine gefüllte. Schade, dass Ihre Schwester und Ihre Mann den Lecker besser verpassen. Wieso? Ach so, ja. Die Wendolin oder Steve, so heissen sie, die müssen eben auf den Flieger. Alles packt. Hey. Bist du im Schlag gekommen, wie du wieder da bist? Es ist jemand da. Ah, der Taxi, wunderbar. Polizei. Schnell da gewesen, Frau. Polizei? Knabbahns, Kantonspolizei. Ah, Knabbahns, das ist nicht von Ihnen, doch. Haben Sie ein Problem? Hat sich irgendjemand in der Nachbarschaft über irgendetwas beschwert? Sie sind doch der Herr Schoch, oder? Ja, persönlich, ja. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, selbstverständlich. Um was geht's? Wenn es Ihnen recht ist, lieber unter 4 Augen. Unter 4 Augen, doch. Ja, wie Sie meinen. Ne? Ja, ich kann natürlich schon warten, bis die Schwester von Ihrer Frau abgefahren ist. Schwester von meiner Frau? Er meint Gwendolin. Gwendolin? Ja, Sie wollen gerade abfahren. Wer? Gwendolin und der Stief. Zurück zu den Antipoden. Sagt man denen? Australien, Sydney. Gwendolin Stief Sydney? Gell, Heini, der Knabenhans muss nicht warten, bis Gwendolin und der Stief abgefahren sind. Oh nein, nein, nein. Wir gehen vielleicht miteinander in die Küche rüber. Das wird der Taxi sein. Sagen wir, sollen warten. Der Taxi ist schon da. Ah ja, ist ja prima. Der Taxi für Gwendolin und den Stief. Aha. Ja. Das wird der Vic und Lea sein, das Weltis. Dann versuch's wieder abzuwimmeln. Ja, aber wir haben es doch zu deinem Geburtstag eingeladen. Sagen Sie, Sie sollen das Geschenk abgeben und wieder gehen. Hey, hab ich nämlich gerade entschlossen, den Abend ganz allein mit meiner Frau zu verbringen. Schließlich ist das mein Geburtstag und nicht der von Victor. Nein, die beiden werden das schon begreifen. Sagen Sie doch einfach, sagen Sie, wir gehen ins Bett. Also, sobald ich den Herrn Knabenhans befriedigt habe. Sobald ich alle Ihre Fragen beantwortet habe. Bitte, nach Ihnen. Heidi, ich schaffe das nicht. Doch, du schaffst das. Sie schafft's. Es ist vielleicht gleich gescheiter, wenn Sie an die Türe gehen. Ich warte unterdessen in der Küche. Ja, ist eine gute Idee. Sie dürfen sich ruhig anfangen, Kaffee durchlassen. Sehr nett, danke. Hast du gesagt, der Mann, der deinen Aktenkoffer hat, geht nicht auf die Polizei? Der muss ja nicht unbedingt wegen dem Koffer kommen sein. Warum wollte er allein mit dir reden? Kein Mensch kann mir nachweisen, dass das nicht meine Ersparnisse sind. 1.250.000 Franken. Ich war sparsam. Hedi, was soll das? Ich brauche ein Flümli. Du bist so gut, lass das sein, gell? Du hast noch nie getrunken. Heute fange ich an. Das wird Vic und Lea sein. Grusig. So kommt's. Riss dich zusammen. Tut mir leid, das Nachtessen ist abgesagt. Oh, Entschuldigung. Frau Schoch. Excuse, jetzt habe ich gemeint, das sei der Victor. Ich wollte nur sagen,
Urlaub. Eben nicht. Der Kaif steht doch ewig still. Taxuhr. Ah, oh, Sie sind der Taxi? Ich bin der Willi. Der Taxi steht unten. Sehr gut. Salut, Willi. Willi ist sein Familienname, sein Vorname ist Ernst. Ach, so ist das. Ernst Willi. Da gibt es halt jemanden mal eine Verwechslung. Mhm. Und Sie sind der Herr Schoch? Persönlich, ja. Sie können gerade den Koffer mitnehmen, draussen warten. Und du wartest auch draussen im Taxi? Nein, ich fahre nicht. Doch, du fahrst. Nein, Herr Schoch, Sie nicht, Ihre Schwester fahrt. Ja, ja, aber ich wollte eben, dass Sie Ihre Schwester begleiten. Nehmen Sie bitte den Koffer und warten Sie draussen. Lassen Sie den Koffer stehen. Wer leistet das? So, hör mal auf denken, mach, was er dir sagt. Hey, hey, hey. Entschuldigung, auf welchem Terminal fliegt eigentlich Swiss? Barcelona. Ich meine, Ihre Schwägerin fliegt auf Sydney? Oh, vergessen Sie es! Wie lange hat man? Ich glaube, etwa 24 Stunden. Auf den Flughafen? Wenn es Stau hat, auch was. So, jetzt warten Sie bitte dus. Hey! Mitnehmen! Hallo! Flitterwoche, du wartest auch im Taxi. Leute von mir aus, ich kann nicht einfach so abhauen. Meine Nerven machen das nicht mit. Du bist doch nicht so, so dumm. Entschuldigen Sie. Du bist jetzt aber wirklich so ein Dummerli, du. Kleines Herziges. Wer will auch so durcheinander trinken? Hm? Ich kann nur fragen, ob Sie jetzt vielleicht zu mir rüberkommen. Ja, selbstverständlich, Herr Hans. Bitte nach Ihnen. In dem Fall sind Sie gegangen. Wer? Schwester von Ihrer Frau und Ihrem Mann. Aha, ja so, Sie meinen Herr und Frau... Gwendolin und der Stief. Weiß doch, dass der Gwendolin und Stief geheißen, aber der Familienname vergiss ich doch immer. Der kommt mir nicht in den Sinn. Der Braun. Mr. and Mrs. Stief and Gwendolin Braun. Braun sind zum Flugplatz gefahren? Ja, also, noch nicht ganz, ne? Nein. Du bist jetzt ein Schreckmümpfli. Das werden der Vic und Lea sein. Jetzt gehst du ihn aufmachen. Du weißt, was du zu sagen hast. Eine Bitte. Habe meine Frau noch nie so schreckhaft gesehen. Hoffentlich hat sie das Geburtstagsgeschenk nicht gekriegt. Vic! Oh, Lea! Es tut mir leid, dass wir zu spät sind, Liebes. Oh, entschuldigen. Du musst entschuldigen. Wo ist der Vic? Draußen auf der Straße. Ein Zusammenstoss mit einem Taxi, der gerade um der Ecke gestanden ist. Ein Taxi? Der Vic hat ihm ganz höflich gesagt, er dürfe da gar nicht am Ecke parkieren. Das ist der gerade verrückt worden, der Double von einem Chauffeur. Daraufhin ist der Vic natürlich auch in die Luft und hat ihn angebrüllt, er sei ein Armleuchter. Lea, es ist etwas Schreckliches passiert. Der Heini ist übergeschnappt. Was? Dein Heini auch? Er ist mit einem Polizist in der Küche. Wieso? Er hat 1.250.000 Franken gestohlen. Dein Heini hat 1.250.000 Franken? Ja! Er hat einen falschen Achselkoffer mitgenommen dran. Dann ist er ins Bahnhofbuffet und dann ins Häuschen und dann hat er es gepackt. Er hat schon 2 Flüge auf Barcelona gebucht und wenn es mir dort nicht gefällt, kauft er Bari. Hedi, hast du getrunken? Nur ein bisschen Pflümli, ganz wenig. Seit wann trinkst du? Seit da eine heimgekommen ist. Ja, es ist zum Verzweifeln. Wir haben schon Polizei im Haus. Hedi, liebs. Das bildest du dir alles nur ein. Also dein Heini stillt doch kein Geld. Und dann noch so viel. Hedi! Mach Platz. Heini, du alter Gauner. Was soll ich jetzt machen? Ich will Bari nehmen. Schnell ein Glas Wasser. Himmels Willen, Vic, was hast du? Mir wird schlecht, ich habe kein Blut gesehen. Blut ist wohl. Ich habe den Stirn eine Platzwunde. Der hat zugeschlagen, der Mischbock von einem Taxi-Chauffeur. Kannst
Kabi, dass du nicht einmal ein Krätzli hast. Tu doch nicht so. Gut, dann blüht die halt nicht. Aber Blut kann ich einen Weg nicht sehen, das weisst du ganz genau. Scheiss du ihn? Ja, das stimmt. Ich hol dir ein bisschen Wasser. Nein, warte. Hast recht, ich nehme etwas Richtiges. Du hast dich nichts dagegen, übrigens alle hin. Bitte, bitte. Der Miesfötzl will die Polizei holen. Polizei? Er hat gesagt, wir müssen warten, bis deine Schwester auf Knoten fahren. Ich brauche glaube auch einen. Was wolltest du, Sherry? Ein Whisky. Und du, Hedi? Das Hedi trinkt nicht. Neuerdings schon. Flümli. Sag mal, Hedle. Ich habe gar nicht gewusst, dass du eine Schwester hast. Ich auch nicht. Wie war das wegen der Polizei? Eben, der Taxityp hat über sein Handy die Schmier holen. Ich habe ihn bedroht, hat er behauptet. Los, Vic, der Mann wartet draußen, weil er uns auf den Flughafen bringen muss. Oi, auf den Flughafen? Und was mit dem Essen? Geh jetzt das erste Mal ab, dich entschuldigen. Nie im Leben, wir wollen jetzt totschlagen, Terry. Schau dir mal meinen Kopf an, siehst du die Beule? Schon gut, Wix. Hedi hat jetzt andere Probleme. Richtig. Das beste Essen, hä? Wo bleibt eigentlich unser Geburtstagskind? Haus jetzt und bring die Sache mit dem Taxichauffeur in Ordnung. Unsere Freunde haben schon genug Polizei im Haus. Genug Polizei? Ja, der Heini wird gerade verhört. Da in der Küche? Wegen einem Raubüberfall? Siehst du, ich habe gleich eher einen Schütter. Nein, das ist Tatsache. Fast nicht zum Glauben, gell? Sag mal, Hedle. Dein Heini hat doch nichts angestellt. Wie man es nimmt. Er hat einfach 1.250.000 Franken heimgebracht. Bargeld? Hunderte Noten. Gefunden auf einem Parkbänkchen. Nein, im Tram. Ein kleiner Augenblick, Herr Mauerhans. Was ist passiert? Du bist verhaftet. Die sind doch nicht echt, oder? Hast du wieder alles erzählen? Ich hoffe, der Vic könnte vielleicht zur Vernunft bringen. Ich habe dir gesagt, du sollst ihnen ein Geschenk abnehmen und es wieder heimschicken. Sehr nett, Mama. Jetzt hör mal auf, trinken. Du bist dich das nicht gewohnt. Erzähl gescheiter, was der Polizist gesagt hat. Ja, erzähl heim. Ja, der war eben mit meiner Erklärung nicht ganz zufrieden gewesen. Was für eine Erklärung? Wegen meinem Verhalten im Bahnhofbuffet. Von was schnurrt er eigentlich? Das weiss nur der Herrgott. Der Polizist weiss ja gar nicht von dem Geld. Der war nicht im Dienst gewesen. Der hat ganz privat etwas getrunken dort. Aber der Geschäftsführer hat ihn kennt. Er wusste, dass er Polizist ist und hat ihm gesagt, er hätte mich beobachtet. Obacht? Bei was beobachtet? Ja, wenn ich auf die Toilette sehe. Geht's noch? Die sind nämlich vor 3 Tagen frisch gestrichen worden. Kommt noch irgendjemand raus? Ich hab's verzapft. Jetzt hat mich doch der Geschäftsführer beschuldigt. Was heißt beschuldigt? Ja, ich hab Türen und Wände verschmiert. Was hast du? Ich hab rundum grusige Zeichnungen gemacht. So einen Blödsinn, seit wann kannst du zeichnen? Was für Zeichnungen? Ah, ja, weißt du so, aber so gross. Mit Farbspray. Ja, wie kommt denn der auf die Idee, dass du ein Pornosprayer seist? Laut Aussagen von dem Geschäftsführer sehe ich innerhalb von einer halben Stunde 3 Mal auf der Toilette. Und immer in grösster Erregung. Und ich habe vorher immer so verstohlen umgeschaut. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich schwer geschnauft. Und übermäßig transpiriert. Und meine Augen, die haben so wild geleuchtet. Meine Hände haben zittert. Hat er dem Zucker erzählt? Hm? Und jetzt? Jetzt hat mich der Polizist bis dahin verfolgt. Was hast du ihm gesagt? Ich habe es zugegeben. Was hast du? Ich habe alles zugegeben. Dass du ein grafisch talentierter Säunickel bist. Und die Wände verspreit hast mit grossen. Lea. 30.000 Franken und der weiss von nichts. Du kannst doch einen Polizist nicht einfach bestechen. Ja, ich habe ihm 20 angeboten. 40 hat er wählen, bei 30 haben wir es getroffen. Nachher gehe ich dann aber auf den Flughafen. Auf den Flughafen? Ja, was soll das jetzt weiter? Wenn das der Knüll von einem Taxichauffeur ist. Wie? Bitte! Thank you.
Wissen Sie, dass sich mein Wagen nicht mehr bewegt? Sie bewegen sich jetzt dann auch nicht mehr. Sie miese, unbedeutende Dieselfritze. Stieren Bremsklotz. Wick! Das ist jetzt aber gar nicht nett, wie du mit dem Herr redest. Das ist sogar primitiv. Du Arschloch! Du Krumpel! Warum bewegt sich Ihr Taxi denn nicht mehr? Weil mir nämlich der Trottel mit seinem kahlen Stoßstange eingedrückt hat. Jetzt ist mein Hinterrad blockiert. Lassen Sie meine Frau in Ruhe, ja? So ein Theater machen wegen so einem Bäuerli. Von bloßem Auge sehe ich nicht mal etwas. Apropos Bäuerli, wenn du noch eins willst. Nein, das glaub ich nicht. Du, der will das Geld noch nachzählen. Schau mal da, Herr Ernst. Willi. Ah, natürlich, der Willi. Herr Willi. Entschuldigen Sie, Herr Willi, natürlich. Sind Sie bereit zum Abfahren? Ich fahre heute gar nicht mehr ab. Ja, aber der Anfänger da, der vermutlich auf einer Nähmaschine ein Auto fahren gelernt hat, hat mein Taxi lahmgelegt. Jetzt müssen Sie einfach aufpassen, was Sie sagen. Sie. Willi. Können Sie Ihren Wagen nicht mehr anlassen? Ja, dann kann ich schon noch, aber nicht abfahren. Wegen dieser eindruckten Stoßstange. Wir helfen Ihnen, diese Stoßstange zu richten. Ja, ich auf jeden Fall nicht. Der hat den Schmier angelüht. Oh nein, habe ich nicht. Blöde Schnurri. Ich bin nicht durchgekommen. Denn ich denke, vergiss es. Wenigstens das. Victor! Okay. Dann kann ich auch helfen, die scheiß Stoßstange zu richten. Wir haben ja das Herz für arme Leute. Geistig arm. Lassen Sie nicht auf ihn. Er ist so ein Netter. Nein, bin ich nicht. Bin ein Trottel. Sagen Sie Ihrer Verwandtschaft, Sie sollen vorsichtshalber schon mal die Rollschuhe anziehen. Meine Verwandtschaft fliegt nicht. Die fliegen nicht? Nein, nur meine Frau und ich fliegen. Sorgen Sie jetzt dafür, dass Ihr Wagen wieder läuft. Und du kommst mit. Ich kann meine Gedanken nicht mehr sortieren. Sortier's im Flugzeug. Und lass das bitte. Und den lass mir nicht aus den Augen, hast du gehört? Dann leg jetzt den Mantel an und dann wartest du im Taxi auf mich. Wohin gehst du? Und schauen, ob der Knabe Hans seine 30'000 endlich zählt. Als kleiner Langweiler hast du mir besser gefallen. Mantel, Koffer, Taxi. Koffer, Mantel, Flümli. Sie mich jetzt verschreckt. Entschuldigung. Einfach so reinkommen. Mich hat fast der Schlag getroffen. Ah ja, das tut mir leid. Die Tür war offen. Mein Name ist Furrer. Stadtpolizei Kripo. Oh, Sie sind ein Polizist? Detektiv, ja. Frau Schoch. Ja. Ich befürchte, ich habe ein paar sehr unangenehme Nachrichten für Sie, Frau Schoch. Für mich? Ja. Sie haben sich vermutlich gefragt, warum sich Ihr Mann heute ein bisschen verspätet hat. Ja, ein bisschen gewundert habe ich mich schon. Wir haben leider Grund zur Annahme, dass der Herr Schoch tot ist. Der Herr Schoch ist tot. Ja, darum bin ich da. Ich habe die unangenehme Pflicht, Sie zu bitten. Ja. Sie müssen den Leichnam identifizieren, Frau Schoch. Hören Sie, Herr Fulham, mein Mann. Das muss ein Missverständnis sein. Soll ich Ihnen einen Tee machen, Frau Schoch? Wo ist die Küche? Nein, warten Sie. Wieso sind Sie so sicher, dass mein Mann tot ist? Zwei Einschusslöcher im Hinterkopf. Man hat seine Leiche unterhalb vom Blattspitz in die Limit gerührt. Seine Beine waren zusammengebunden. Seine Beine? Der Maul. Der Maul. Und er hat Gewicht an den Füßen. Vielleicht ein Unfall? Komm, Frau Schoch. Es tut mir aufrichtig leid, ich mache Ihnen einen Tee. Nein, kein Tee, danke. Ja. Vertragen Sie etwas Stärkeres, ich meine, unter diesen Umständen? Trinken Sie? Ja, schwer. Flümli. Flümli? Nehmen Sie nur gerade auch einen.
bin im Dienst, Frau Schoch. Und dann geben Sie mir einen Doppelten. Oder nichts. Danke. Bitte. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass die Wasserleiche mein Mann ist? Ja. Obwohl der Tote kein amtliches Papier auf sich getragen hat, hat er sich immer noch an seinen Aktenkoffer geklammert. Den Aktenkoffer? Ist das der Aktenkoffer von Ihrem Mann, Frau Schoch? Ja, ja, er hat einen ähnlichen. Heute ist ja ganz nass. Der war in der Limit. Gehört der Ihrem Mann? Ja, den habe ich am Christmas auf die letzte Weihnachten. Ihr Mann war Buchhalter bei der Firma Bottner und Binder Eisenwaren AG. Im Frühling wird er pensioniert. Wer wurde, Frau Schoch? Das ist doch sein Visitenkärtchen, oder? Heinrich A. Schoch, Geschäftsadressen und Privat Goldregenweg 77. Und da noch ein halbes Sandwich. Fleischkäse mit Gürkli, würde ich sagen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine formelle Identifikation. Ja, nein, das ist ganz bestimmt Fleischkäse mit Gürkli. Von der Reich. Obwohl, es gibt fast keinen Zweifel. Es muss sich um den Herrn Schoch handeln. Ja. Also, wenn Sie gerade mitkommen würden, es dauert nicht lange, ich fahre mit Ihnen ins Unispital. Ja, aber ich bin nicht krank. In die Gerichtsmedizin. Gleiche Halle. Ja, Ihr Mann wartet dort. Ich meine, Ihr Mann ist dort. Soll ich warten, bis Sie Ihre Handtasche geholt haben? Es wäre mir lieber, wenn Sie einen Augenblick in Ihrem Auto würden warten. Ist Ihnen nicht gut, Frau Schoch? Sie sehen so erschöpft aus. Ja, weil wenn Ihr Mann Gewicht dabei hat. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ist noch jemand im Haus? Was? Ja, wo für Sie schauen können. Ah, ja, meine Schwester ist zu Besuch. Ja, ja, das trifft sich aber gut. Meine Schwester und Ihr Mann. Gwendolin und der Stief. Sie sind über oben. Ja, und die könnten sich um Sie kümmern? Ja. Gut, in dem Fall warte ich draußen im Wagen. Nein, das glaubst du jetzt nicht. Das wäre... Jetzt fehlen noch 200. Der Herr ist ein Polizist. Polizist? Fuhrerdetektiv statt Polizei. Ah, grüezi, Herr Fuhrer. Er hat mir eine sehr unangenehme Nachricht überbracht. Ich weiss gar nicht, wenn ich damit fertig werde. Ja, dann sitzt doch einmal an. Nein, ich bleibe lieber stehen. Herr Fuhrer, kann ich irgendetwas tun für Sie? Mein Name ist Schoch. Schoch? Ja, richtig. Sind Sie ein Verwandter? Ein Verwandter von wem? Vom Heinrich A. Schoch. Er ist ja. Aber einer seiner Brüder. Einer seiner Brüder? Ja, ja, er ist der Brüder von meinem armen Heini. Ach so. Ja, Sie, das tut mir aufrichtig leid. Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Wir müssen annehmen, dass Ihr Bruder tot ist. Das ist allerdings traurig. Er ist ermordet worden. Ist ja noch trauriger. Man hat seine Leiche beim Blattspitz rausgefischt, zwei Einschusslöcher im Hinterkopf. Das ist ja himmeltraurig. Fesselt mit Gewicht an den Bein. Ja, aber wie haben Sie denn können rausfinden? Er hat sich doch immer noch seinen Aktenkoffer geklammert, der da. Ja, genau so einen habe ich bei meinem armen Bruder einmal gesehen. Aber der ist ganz nass. Oje, oje. Frau Schoch ist die nächste Angehörige. Wir brauchen sie, um gleich identifizieren. Gleich? Der Mr. Glünki. Bitte? Ja, das ist aber ein Glünki, der meine armen Brüder auf dem Bus hat. Oh, Heini. Ja, der Heini kannst du jetzt nicht mehr zurückrufen. Der Heini ist im Himmel. Jetzt musst du dich ganz auf mich verlassen. Auf seinen kleinen Bruder. Der Freddy. Freddy.
Sie mögt meine Frau und ich weiß gar nicht, wo sie ist, meine Frau. Nehmen wir an, Marianne. Das ist meine Frau, Marianne. Sie ist vermutlich über oben. Sie ist sicher nachher abliegen, bevor wir auf Sydney zurückfliegen. Sydney? Putztausend. Ja, ja. Ja, wir sind hier in der Ferien. Hier und da braucht man halt ein bisschen Abwechslung von der Schafzucht. Ja. Good old Henry. Ermordet. Wird ein harter Schlag sein für Marianne, wenn sie da so fahren. Und erst für Gwendoline und den Steve. Wieso? Ah ja, doch, für die auch, ja. Ja, das rührt jetzt unsere ganze Familienplanung über den Haufen. Also alle Familienpläne, meine ich. Ich glaube, jetzt brauchen wir zuerst schon mal einen starken Kaffee. Ich nehme lieber einen Flümli. Vielleicht warten Sie schnell da in der Küche. Moment, vor... Gescheiter hier im Esszimmer, wenn Sie so gut sind. Ein starker Kaffee könnte jetzt uns allen nicht schaden. Ich warte auf die restlichen 200. Das ist mein anderer Bruder. Sie haben noch mal einen Bruder? Ja, der Arthur. Ja, wir waren ja zufrieden. Der Arthur wartet in der Küche auf mich. Er hat gerade pokert. Ich bin ihm noch 200 schwach. Ja, Sie pokern aber hoch. Oh, wie man es nimmt. Oh, Heini. Freddy. Sie hat es immer noch nicht ganz begriffen, dass der Heini von uns gegangen ist. Los, Hedi. Ich bin der Freddy. Der Bruder von Heini. Dein armer Heini ist tot. Jetzt mache ich schnell einen Kaffee. Der Vorredner in deinem Esszimmer. Und dann würde ich dem Arthur die traurige Nachricht müssen bringen. Oh Gott! Der Arthur kann es dem Steve und der Gwendoline sagen. Oh Gott! Und der Steve und Gwendoline sagen es der Marianne. Oh Gott! Ja, ist schon gut, sie müssen es niemandem sagen. Ja, Gott sei Dank! Das ist eine absolute Katastrophe! Im Gegenteil, das ist ein absoluter Glücksfall! Ein doppelter sogar. Wenn der Heinrich A. Schoch nicht mehr lebt, dann sucht er auch niemand mehr in seinem Luxusleben in Spanien. Und was ist noch ein Glücksfall? Wenn der Mr. Glünki ermordet worden ist, kann er uns auch nicht mehr verfolgen. Aber der, der Mr. Glünki umgebracht hat, der kann es. Du siehst immer nur die Schattenseite. Jetzt müssen wir zuerst dafür sorgen, dass mein Bruder Arthur wieder verschwindet. Bruder Arthur? Der Knabe Hans Teune. Der geht doch nicht, bevor er seine restlichen 200 bekommen hat. Wo ist der Koffer? Hallo? Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht. Wer ist es? Keine Ahnung, ein Ausländer. Ausländer? Hallo? Könnten Sie vielleicht Deutsch sprechen? Bitte? Was? Der sagt immer nur Oktokoff. Oktokoff? Oktokoff. 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 Oktokoffer, der sagt doch Oktokoffer. Falsche Wunder. Das war der Obermafioso, der Pate. Spinsch. Was für ein Pate? Der Mr. Glünki aus dem Weg geräumt hat. Woher soll denn der unsere Telefonnummer haben? Woher? Aus deinem blödsinnigen Oktokoffer? Der hat doch den Detektiv da innen davor. Ja, und wer hat den zuerst gehabt? Der Mr. Glücki. Und er hat ihn seinen Boss gebracht, dem Obermafioso, eben am Pate. Und dann macht ihn auf und statt 1.250.000 Franken findet er ein Fleischkäse-Gürkli mit Sandwich. Und deine Visitenkarte? Den könntest du noch recht haben. Ja, sicher, so muss das gewesen sein. So. Weg! Die Scheinstoßstangen ist repariert. Nein, warte, geh nicht in die Küche, komm. Nimm das da, komm. So, und du kommst jetzt mit. Wohin? Auf den Flughafen. Wir können jetzt nicht fort. Der eine wartet der andere Polizist auf uns. Wie ein anderer Polizist? Wir haben einen in der Küche und einen im Esszimmer. Und keinen im Schlafzimmer. Ein Verkehrspolizist. Ich muss jetzt in die gleiche Halle. In die gleiche Halle? Komm, vergiss es. Du kommst jetzt mit auf den Flughafen. Und du gibst das dem da innen in die Küche. 200? Ich habe gemeint, eben bei 30.000 getroffen. Ja, haben wir auch, aber es fehlen eben noch 200. Ja, gib uns doch einfach. Wer inspiriert, infiziert jetzt gleich. Gleich? Was für ein Gleich? Mit
der Glück ist in der Limmat versenkt worden. Der Arm und Bein zusammengebunden, Gewicht an den Füßen und zwei Löcher im Kopf. Hedi, du bist nicht angeschaut. Mick, bist so gut. Dann gib jetzt dem Knaben Hans den Stutz. Und dann gehst du mit der Lea so schnell wie möglich wieder heim. Ihr seid nicht da gewesen. Ihr habt nicht gehört und ihr habt nichts gesehen und ihr wisst von nichts. Das Letzte kann ich nur bestätigen. Am Leuten ankommt es telefonieren. Nicht am Leben! Ich will nicht wählen. Warum geht ihr nicht? Was ist denn? Hä? Der Mr. Brünki! Was heißt Mr. Brünki liegt in der Limit? Das ist nicht der Mr. Brünki, das ist der Obermafioso, der Pate! Telefoniert ihr mit dem Marlon Brando? Das ist ein Mörder! Nein, Filmschauspieler. Der, der telefoniert! Ist ein Mörder, das sag mal. Der Herr Oktokoff! Wer? Er ist Ausländer! Wer? Eben! Der Herr Oktokoff! Gott verdeckle mal, wer ist denn der Oktokoff? Hoff! Und woher zum Teufel hat er eure Telefonnummer? Von meinem Sandwich! Ja, nicht. Nein, du, die hat schon mehr als genug Intus. Wo kommen wir jetzt endlich? Der wartet auf. Nein, 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 nein. Was hat sie? Ein hysterischer Anfall. Sie ist ein bisschen gekäppelt. Man kann dem auch so sagen. Hört da eigentlich niemand, das Telefon läutet? Kann mich irgendwie dran gewöhnen. Ja? Lea, nicht! Psst. Wie bitte? Oktokoff? Fertig! Das war jetzt aber gar nicht nett gewesen. Mit dem Mr. Glünki muss man auch nicht nett sein. Du hast ja gesagt, er sei der Riemen. Ja, das ist er auch. Ich meine ja der andere. Der Pate. Wer ist der Pate? Der Obermafioso. Der, der den Mr. Glünki versenkt hat. Der Herr Oktokoff. Herr wie? Der Herr Aktenkoffer. Und der hat den Mr. Glünki versenkt? Und zwei Löcher im Kopf. Komm, trink das. Grauenhaft. Danke. Penny, sag, du gibst mir das Geld um. Aber nie im Leben. Abgesehen davon fehlen schon 30.000. Schon allein für das würden sie mit Knie schiessen. Sag, die 30.000, die zahle ich zurück. In Ratte? Über die nächsten 30 Jahre? Ich sag, du gibst alles zurück. Eine, Kädlin ist zwar besoffen, aber sie hat recht. Die Sache wird langsam heiß. Zwei Polizisten im Haus. Ein ausländischer Oktokoff. Und ein Leich, der ständig telefoniert. Lange das nicht. So ist er. Gott sei Dank. Oje. Na. Das gefällt dem Marlon Brando aber gar nicht. Gut gemacht, Heini. Hä? Das einzig richtig. Wir haben mit dieser Sache nichts zu tun. Ja, das kann nur der Heini etwas an. Gib ihm noch sein Geburtstagsgeschenk. Es war ein netter Abend. Und danke dann noch vielmal für das feine Essen. Wir haben ja gar nichts gegessen. Oh, wir fahren bei McDonald's vorbei. Und dann gehen wir heim. Und machen es uns vom Fernsehen gemütlich. Fernsehen? Da läuft, das ist spannender als Fernsehen. Danke. Wie lange geht das eigentlich noch? Da bist du auch. Hä? Jetzt dann gewissen Oktopus. Oktokoff. Nicht, dass ihr wisst, ne? Sie sind da falsch. Läuten Sie mal der Auskunft an. Adieu. Ihr kennt uns, glaube ich, noch nicht, hä? Na, Wanz, Kantonspolizei. Von Ihnen habe ich gehört. Ja, hoffentlich nichts Schlechtes. Verwachsen. Ich habe den Koch auf den Rest von Ihrer wohltätigen Spende gewartet. Ah, ja, natürlich. Ja, jetzt ist er gerade der Moment rausgegangen damit. Warten Sie noch einen kleinen Augenblick, ich hole Ihnen noch etwas. Sie haben da anscheinend viel Bargeld im Haus, hä? Nein, also, so viel eigentlich jetzt auch wieder nicht. Wie lange soll ich eigentlich noch warten, aus?
Fliegt überhaupt noch irgendjemand? Oder sind schon alle abgestürzt? Jetzt schauen wir da, unser lieb Willi. Ich bin der lieb Ernst und meine Geduld ist langsam zu Ende. Kommen die Sie mit oder Ihre Bumerangs? Es kommt gar niemand. Oh doch, Herr und Frau Braun kommen mit. Braun? Eben, das sind Bumerangs. Unsere Gäste. Und sie wartet. Wie lange noch? Solange es dauert. Ja, aber das. Und den nehmen Sie gerade mit. Nur einen? Ja. Sind die Brands mit dem einzigen kleinen Köfferli von Australien hier angereist? Ja. Ihre Verwandten müssen Nudisten sein. Ja, irgendwie Unrecht hat er nicht, der Herr Ernst. Er heisst Willi Ernst, ist der Vorname. Einer Weg. Sind die Brands tatsächlich Nudisten, Frau Schoch? Nur wenn sie sich abzieht. Frau Schoch ist ziemlich durcheinander. Frau Schoch ist ziemlich blau. Sie ist eben den Alkohol nicht gewöhnt. Aber sie ist schwer am Üben. Mensch, Frau Schoch und Gwendolin stehen sich eben sehr, sehr nah. Und Sie wissen ja, Australien ist so weit weg. Ich habe schon gemeint, Sie und Frau Schoch hätten die Überseereise vorgehabt. Ja, können Sie denken? Nein, nein. Nur Herr und Frau Braun, die fliegen zurück auf Sydney. Zu einem Schaf und einem Koala-Bär. Ja, wo bleibt denn eigentlich Ihre Schwägerin und Ihre Masse lang? Eben, Sie meine Brauns. Gwendolin und Steve. Ist jetzt der Steve nicht draussen, Heini? Ja, natürlich. Danke, dass du mich daran erinnerst, Heidi. Der Steve ist gerade draus. Und Gwendolin... Bin ich. Ich bin Gwendolin von Sydney. Die Schwester vom Hedi. Meine Schwester aus Sydney. So ist sie heute schon den ganzen Tag. Also, das arme Hedi brüllt mir natürlich von Kummer, wenn du jetzt wieder abfliegst, Gwendolin. Ja, jetzt haben sie ja mit dieser Gelegenheit Frau Braun kennengelernt. Und was ist mit dem Herr Braun? Ja, den wollen sie aber nicht auch noch kennenlernen. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Grüezi. Schau mal, da haben wir vom Teufel redet. Jetzt haben wir es gerade vorhin von dir gehabt. Australisches Beuteltier. Australisches Beuteltier? Wir machen ein Kreuzworträtsel. Känguru? Nein, wir meinen doch dich. Ich und der Herr da aus der Küche. Aha, der Herr aus der Küche. 200 stimmt. Also, per Saldo aller Ansprüche. Dann wünsche ich Ihnen noch gute Reise, Herr Braun. Herr Braun! Er ist etwas schwerhörig. Schwerhörig? Ja, gell, mein Schatz. Er hat gesagt, gute Reise. Danke. Also, gehen wir. Nach Ihnen, Frau Braun. Frau Braun. Hey! Hallo! Komm jetzt, Steve. Steve? Ich glaube, ich höre nicht mehr gut. Ja, ich weiß, Steve, das fällt dir alles nicht leicht. Aber nach der Operation hörst du dann wieder besser. So lieb finde ich das, dass ihr uns besucht habt. Und jetzt kommen wir gut zurück auf deine Farm. Auf meine Farm? Z Australien! Ein Känguru! Sie sehen auch im Fall den Abschied sehr, sehr schwer. Nehmen Sie doch ein bisschen mehr Rücksicht auf unsere familiären Gefühle. Aber selbstverständlich. Nochmal recht herzlichen Dank, Herr Schoch. Das war ein sehr lohnender Besuch bei Ihnen. Grüßen Sie mir dann Ihre Känguru. Gott sei Dank wäre der jetzt einmal gegangen. Hm? Vielleicht sollte ich auch noch mal rausgehen und wieder reinkommen. Steve, hör jetzt auf! Hedi, komm runter! Wir verreisen! Und ihr geht jetzt endlich heim! Beide! Jetzt wissen, Herr Schoch. Haben Sie nicht einmal irgendetwas von einem Kaffee gesagt? Sie sind, glaube ich, neu da, oder? Entschuldigung, Herr Fuhrer, Ihr Kaffee kommt jeden Augenblick. Wenn Sie noch ein ganz kleines Augenblick warten würden. Übrigens, das ist der Herr aus dem Esszimmer. Wie kommen wir denn heim?
Da innen fängst du an zu spinnen. Ich habe langsam selber das Gefühl, ich sei jetzt kein Känguru. Ich hol mir eine Tasse Milch und ein Aspirin. Von dem wird's dir doch schlecht. Du hast Alkohol getrunken. Alkohol? Gute Idee. Hedi, warum hast du denn das Nachthemd an? Ich gehe ins Bett. Nein, du gehst nicht ins Bett. Du gehst entweder auf Barcelona oder ins Leichenhaus. Ich bin in Barcelona. Würdest du gefälligst aufhören, meine Zukunft zu dirigieren? Warum fehlt Hedi in ein Leichenhaus? Es geht ihr nicht gut, aber sie lebt noch. Der Polizist Lennon meint doch, dass die Wasserli von Mr. Glück in mein Heim sind. Was? Hast du das im Weg schon erzählt? Ja, ich würde mich hüten, das ist ja begriffsmäßig. Jetzt schon am Anschlag. Lea, kommst du jetzt heim oder nicht? Ich muss da zuerst noch etwas klären. Da gibt's gar nichts zu klären. Da ist alles klar. Der Heini geht mit dem Taxi auf Barcelona und ich gehe mit dem Pflümli ins Bett. Barcelona, Taxi, Pflümli, Bett, ich vergiss das. Hätte ich wählen. Entweder mit mir auf Barcelona oder mit der Polizei zum toten Mr. Glünki. Gott, verdicken wir mal den Gast für einen Augenblick zur Tür raus und dann wieder rumkommst, als physisch in einer Spinnwindel. Auf mal heim! Geburtstagsparty ist vorbei. Hedi, du bist auf dem besten Weg zu einem Totalabsturz. Ich bin schon angekommen. Hol jetzt meine Tabletten und dann gehe ich ins Gästezimmer schlafen. Du schlafst mit mir zu Barcelona. Du kannst von mir aus zu Barcelona mit einem Stier schlafen. Oder mit einem Känguru. Hedi! Wie Glück, dass der Taxifahrer nicht abhält. Sag mir, er soll warten. Gib ihm 100 Franken. Bevor ich in dem Haus noch zu einem Koala-Bär mutiere, sorge ich jetzt dafür, dass Lea mit mir heimkommt. Nein, Vic, bleib bei mir. Ich halte Lea und du gehst zum Taxi. Vic, bist so gut. Du bist doch mein Freund. Lass mir jetzt wenigstens einmal zu. Ja, von mir. Wenn Sie meinen, dann geht sie halt. Schuss. Ich nahm Hans. Wären Sie nicht zurückgeworden? Sehen Sie darum so schuldbewusst aus? Schuldbewusst? Also, wir sehen doch nicht schuldbewusst aus, gell, du Steve? Nein, wir sehen nicht schuldbewusst aus. Wir sitzen einfach nur da. Gell, du Steve? So ist es. Wir tun uns ein wenig entspannen. Gell, du? Unter der Decke? Hey, ja. Wir gönnen uns eine kleine Entspannung. Ah. Unter der Decke. Ah ja. Sie wissen doch, Herr Knabenhans. Ich weiß von gar nichts. Aber du weißt das, gell, du Steve? Was weiß ich? Was wir da auf dem Sofa machen. Unter der Decke. Ich verstehe. Aber ich nicht. Oh, oh! Ja, genau. Bei Ihnen ist meine ziemlich viel los heute Abend. Herr Schoch! Ja, das ist jetzt eben einer von diesen seltenen, rundum glücklichen Übungen. Was können wir für Sie, Herr Knabenhans? Wir sind sehr präsent. Der Braun muss noch auf den Flughafen. No, ich bin eigentlich zurückgekommen wegen dem Taxichauffeur. Wegen dem Herrn Willi? Der ist ja schon gefahren, hat nicht mehr warten. Ja, aber das geht doch nicht! Der Steve muss doch ganz dringend den Flug erreichen. Sie, der muss zurück auf Sydney. Um diese Jahreszeit kalbern seine Schafböcke. Schafböcke? Känguru! Ein bisschen zum Deropsi, Herr Braun. Also, der Taxichauffeur hat Ihren Koffer einfach auf die Straße gestellt. Welchen Koffer? Der kleine Koffer. Der mit dem Bumerang. Der mit meinem Bumerang. Sie sind Australier, Herr Braun? Ja. Aber kein Aborigine. Sie reden perfekt Schweizerdeutsch. Soll ich nicht? Seine Frau ist eben Schweizerin. Und seinerzeit hat sie gesagt, sie denke nur heiraten, wenn er auch Schweizerdeutsch lehre. Ich werde heute Morgen im Bett bleiben. Ich hole mal Ihren Koffer hin. Das ist nicht nötig. Nein, nein. Du willst doch, dass dein Koffer draussen bleibt, gell, Steve? Woher soll ich noch wissen, was ich will? Ja, bitte, es ist Ihr Koffer. Dampft es noch nicht unter der Decke? Das dürfte doch alles nicht wahr sein. Oh, sag nichts, hätte können schlimmer rauskommen. Schlimmer? Der meint, ich habe etwas mit dir. Ja und?
So, los, jetzt hole ich Sedi und dann verschwinde ich mit ihr durch die Küche. Komm, gib mir den Autoschlüssel. Was? Dass ich auf den Flughafen fahren kann. Der Taxi ist ja ab. Ich gebe dir doch mein Auto nicht. Ja, ich habe ja keins, oder? Ja, und? Ich hänge an dem Wagen. Ist ja fast ein Oldtimer. 10'000 Franken. 20. 15. Gemacht. Gott sei Dank bist es du. Heini, was soll ich machen? Hedi lässt sich da innen total volllaufen. Hättest du ihr ja die Flümeri Flaschen wegnehmen können? Die ist schon lang leer. Jetzt trinkt sie den Kochwein. Ich fange jetzt auch an zu saufen. Der Double hat den Polizist weiss gemacht, ich habe etwas mit ihm. Und aus Australien gehe ich in den Schafbecken zu wollen. Wie kommst du dazu, so einen Blödsinn zu erzählen? Jetzt habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Eine Känguru-Idee? Ah, du hast dann noch 15'000 Franken zu gut. Für was? Für sein Auto. 15'000 Franken? Für den Rosthaufen? In der Garage haben sie gesagt, er sei keine 2 Mil mehr wert. Was? Keine 2'000? Nachfrage bestimmte Preis. Du bist mir ein Fremder. Entschuldigung. Es ist nur mal ein Kaffee. Vielleicht ist es gescheiter, wir nehmen den Kaffee später. Würden Sie jetzt bitte Ihre Schwägerin holen? Also, Frau Schoch ist ja gar nicht in der Lage. Also, das heisst, sie ist immer noch dran, den Schock zu überwinden. Wie wär's? Wenn ich Hedi würde helfen, Kaffee machen. Oh, das wäre eine gute Idee. Gwendolin. Gwendolin? Gwendolin. Gwendolin. Ja, dann sind Sie ja die Schwester von der Frau Schoch. Schwester? Schwester. Ja, in dem Fall gehe ich vermutlich nicht fehl, wenn ich annehme, dass Sie der Herr Gemahl von dieser Dame sind. Das ist bis jetzt unbestritten. Frau. Mein Mann und ich sind von Sydney. Ja, das ist jetzt aber ein Zufall. Warum sind Sie von Sydney? Nein, ich. Ah, du? Ah, du bist von Sydney? Ja. Meine Frau denkt auch. Ah, du meinst Sydney? Nein, Marianne. Also, Marianne. Also, ich kann den Kaffee machen. Könnte ich noch schnell etwas abklären wegen der Marianne? Aber nicht jetzt. Sie sind vermutlich alle miteinander hier rübergeflogen. Jawohl, richtig. Wir alle miteinander. Ich und Marianne und Steve und Gwendolin. Haben Sie auch eine Farm? Warum bereit noch eine? Ich zum Beispiel. Ja, wissen Sie, die Rivalität zwischen uns Schocks und den Browns, die dauert ja schon ewig. Wer hat die grösste Farm und wer hat mehr Schaf? Familie Streik hat man doch. Nein, wissen Sie, der Steve da, der ist eben mit der Schwester vom Brüder von meiner Frau verheiratet. Ja, ich verstehe. Wirklich? Ja, das ist aber gut, hä? Heini? Nein! Wir haben abgemacht, dass der Name hier innen nicht mehr ausgesprochen wird. Welcher Name Heini? Ja, eben der Name! Das geht mir doch immer noch viel nach. Das rührt mich jedes Mal ins Tiefste, wenn ich den Namen höre. Muss ich mich heulen? Würden Sie uns bitte in unserem Kummer rein? Heini! Bist du gut, sag's doch nicht mehr! Es ist noch zu frisch. Was ist noch zu frisch? Heini? Nein, der Heini ist nicht mehr frisch. Gott, ist der frisch gewesen. Für sein Alter. Würden Sie jetzt bitte den Messer erwarten? Er weiß es doch, oder? Ja. Ich habe ihm es gesagt. Was gesagt? Dass der Herr Schoch tot ist. Was meinen Sie mit tot? Jetzt haben Sie mir doch gesagt, Sie hätten es erzählt. Ja, aber ich bin nur so weit gekommen, wo er nicht mehr ganz so gut ausgesehen hat. Wer hat seine Leiche unterhalb vom Blattspitz rausgefischt? Rausgefischt? Aus der Limit. Weiss ich etwas von der Limit? Hat er es doch gesagt? Vom Fischen? Hat er doch gesagt, dass man den Heini zu einem Bündel zusammengebunden auf dem Grund von der Limit gefunden hat?
Und dass er gar nicht mehr gut ausgesehen hat. An das Bündel meinst du? Ich kann es Steve eben sehr, sehr schonend beibringen. Nein, weißt du, wir hätten ihn dann aufgrund vom Aktenkoffer gefunden. Du hast doch gesagt, aufgrund von der Limit. Ja, schon, natürlich. Aber an dem Mann haben sie ihn dann erkannt. Ach so, der Aktenkoffer. Der Armheim. Das ist alles, was ihm am Schluss noch geblieben ist. Ein halbes Fleischkäse-Sandwich mit Gürkli. Oje, oje! Die Hedlin ist sicher aus den Finken gekippt. Also, es war das Glück, dass wenigstens gerade noch der Schwager von der Frau Schoch da zu besuchen ist. Ich hab gemeint, der Schwager sei ich. Das bist ja auch, aber von der anderen Seite. Von der Familie. Du bist mit ihrer Schwester Gwendoline verheiratet. Und ich bin der Bruder vom Hedis im verstorbenen Mann Heini. Irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Begreifen Sie jetzt, warum ich ihm das so schonend beibringen wollte? Nein, wissen Sie. Seit er in Queensland von einem Eukalyptusbaum abgefallen ist, ist er nicht mehr der Gleiche. Aber das weißt du doch. Das Hedis hat zwei Schwager. Hä? Schwäger. Dich, der Steve. Und mich, der gut alt zuverlässig Freddy. Ja, natürlich. Du bist der gut alt zuverlässig Freddy. Und ich bin abgefallen aus Charlie Steve. Und der arme Heini ist tot. Richtig. Känguru. Dann sind wir also beides Schwager, also Schwäger vom Herrn. Ja? Ja, und der Arthur auch. Oh nein! Der Arthur? Den Arthur habe ich ganz vergessen. Freddy? Ist der Arthur auch ein Schwäger? Ja, der nicht ganz zuverlässig, Arthur. Denn nicht ganz zuverlässig, Arthur. Sagen Sie, ist eigentlich der Arthur auch von Sydney hierher gekommen? Nein, der doch nicht. Da können Sie denken. Nein, nein, der kommt von. Der kommt von. Echt, woher kommt jetzt der schon wieder? Arthur? Ja, der kommt von. Neuseeland? Polishofen. Ja, er ist eben Vertreter. Ja? Darum kommt er immer ein bisschen von einem anders. Aber er hat schon wieder müssen gehen. Er hat den Nachtzug erreichen auf Düsseldorf. Der hat dort zu tun wollen. Geschäftlich. Darf ich mal etwas fragen? Nein, das darfst du nicht. Wenn er Glück hat, dann erreicht er den Zug ab. Und morgen am Morgen kann doch der Arthur zu Düsseldorf schon zum Morgen essen. Ah, sind wir. Schau mal da, jetzt bist du wieder da. Dein Nachtzug ist sicher ausgefallen, gell? Dann schau dir nach, er ist wieder zurück. Jetzt nicht denkst, es ist vielleicht gescheiter, wenn du nicht gehst. Ja, viel gescheiter. Nein, also wir sind so froh, dass du da bist. Findest jetzt du nicht auch, Steve? Mama! Ja, ich bin auf dem Weg zum Bahnhof gewesen. Habe ich das nicht gerade vorhin erzählt? Dann denke ich, kannst du doch den Koffer nicht einfach auf der Straße stehen lassen. Nein, ganz sicher nicht. Er könnte ja wegkommen wie nichts. Da ist er. Ihr Koffer. Danke. Arthur. Wer bitte? Ich habe gesagt, danke. Arthur. Ja, unser nicht ganz zuverlässig Arthur ist wieder da. Arthur? Ja. Allem Anschein nach ist er zuverlässiger, als Sie gemeint haben. Arthur, ich glaube, du hast den Herrn noch gar nicht kennengelernt. Nein. Das ist der Herr Fuhrer. Er ist Detektiv von der Stadtpolizei. Ist das ein Polizist? Ich bin überrascht, gell?
Und das ist der Arthur Schoch, unser Turi, gell du? Arthur Schoch. Guten Tag, mein grosser Bruder und sein grosser Schwager. Ja, er ist der Einschwager und er ist der andere Schwager und ich bin der Schwäger. Erstaunlich, wie schnell sich die ganze Familie da versammelt hat. Känguru. Arthur, du hast doch den Nachtzug auf Düsseldorf noch erreichen. Ja, eigentlich schon, ja. Aber ich überlege mir ernsthaft, ob ich nicht gescheiter da bleibe. Nein, das ist jetzt wirklich nicht nötig. Oder was meinst du, Steve? Ich bin ganz deiner Meinung, Freddy. Freddy? So, komm, schau jetzt, dass du deinen Zug verwünschst. Ja, so pressant habe ich es auch wieder nicht. Freddy! Ich habe das Wochenende gefragt. Wenn Sie zur Beerdigung bleiben. Okay. Gibt es noch Beerdigung? Dann wissen Sie das nicht. Ja, sagen wir mal so. Mir fehlen da noch ein paar Details. Ja, Arthur, das ist leider die traurige Wahrheit. Der Heini hat müssen gehen. Wohin? Er ist gestorben. Oh nein! Mal? Ja, als ich ihn letzte gesehen habe, habe ich noch halb gedacht, dass er ein bisschen bleich. Komm, man hat ihn in den Limen versenkt. Man hat ihren Bruder Heini tot aus den Limen geholt. Seine Beine waren zusammengebunden, zwei Einschusslöcher im Hinterkopf. Tragisch. Du willst also wirklich bleiben bis zur Beerdigung? Ja, die wollte ich unter keinen Umständen verpassen. Ich glaube, die Beerdigung überlebe ich nicht. So, komm, reiss dich zusammen. Ich gehe jetzt mit dem Hedi und dem Herrn Furrer die Sache im Leichenhaus regeln. Und du begleitest meinen Bruder Arthur da ins Esszimmer. Das ist keine gute Idee. Und dann besprichst du mit dem Arthur, wie viel Geld ihm der Heini im Testament vermacht hat. Das ist eine sehr gute Idee. Komm, Steve, du musst mir noch ein paar Lücken in dieser Geschichte auffüllen. Du musst mir ja nicht gerade alle Lücken auffüllen. Ich kann ihm nicht einmal eine Lücke auffüllen. Stell dich einfach dumm. Känguru! Ja, und wo sind wir gewesen? Also vor dem Familientreffen habe ich auf Frau Schoch gewartet. Und auf eine Tasse Kaffee übrigens auch. Weißt du, mir weisst wie egal. Ich aus ins Bett, Hedi. Ins Bett? Im Gästezimmer. Nein, du gehst nicht ins Bett. Du gehst ins Leichenhaus. Ich gehe mit einer Tasse Milch und einem Dutzend Aspirin ins Bett. Im Gästezimmer. Sie bringt es nicht übers Herz, allein ins Ehebett zu gehen. Ohne den Heini. Der Heini? Kann mich gestohlen werden? Also das hat jetzt aber nicht gerade besonders herzlich getötet. Ja, sie meint es nicht so. Sie kann ihrem Heini einfach nicht vergeben, dass er so plötzlich gestorben ist. Auf so eine schreckliche Art. Und ausgerechnet an seinem Geburtstag. Was? Der Herr Schoch ist an seinem Geburtstag gestorben worden? Nein. Ich meine, umgebracht worden. Wer hätte das gedacht, dass sein Lebenslicht einmal vor seinen Geburtstagskerzen ausblasen würde? Wählen Sie nicht ab. Ist falsch verwunden. Woher wissen Sie das? Ich höre es am Läuten. Hallo? Was? Oktokopf! Falsch verbunden! Sie haben recht gehabt. Herr Furrer, wie wäre es das, wenn Sie sich in der Küche schnell würden selber einen Kaffee durchlassen? Dann könnte ich mich unterdessen um Frau Schoch kümmern. Also gut. Aber nachher kommt sie so schnell wie möglich mit zur Identifikation von ihrem Mann. Ich bitte Sie, wir haben es doch da mit menschlichen Gefühlen zu tun. Na ja, natürlich. Entschuldigung. Hedi! Komm jetzt runter! Er verschwindet! Heini! Heini! Der Heini ist im Leichenhaus. Der kann von Glück reden. Was ist jetzt los? Ich glaube, ich habe hier so ziemlich alles vermasseln mit dem Knabenhans. Aber ich habe doch gesagt, sollst du dich umstellen? Heini, meine Dummheit hat bis jetzt 40'000 Steine extra gekostet. 40'000? Sie hat 20'000 dafür wählen, dass er nichts erzählt von Friedrich, von Steve und von Arthur. Und die anderen 20? 10'000. Für jeden von uns. Dass er deiner Frau nicht zeigt von unserem angeblichen Techtelmechtel unter der Decke. Der Sauhund! Heini! Wie? Hey, die hat sich auf den Mann eingeschlossen. Gut. Wie?
Sie hat den Radio so laut gestellt, dass sie mich nicht hört. Das muss man merken. Hey! Ja, ich habe nur wegen meinem Steve geschaut, was er wieder macht mit diesen zwei Männern. Zwei Männer? Ich hole Ihnen auch einen Kaffee. Warum hast du mich jetzt nicht reden lassen? Du hast ja die ganze Zeit geschnurrt. Was ist passiert? Ja, das kann ich schon sagen. Dein Mann da, der Trottel, der hat nur ausposaunt, wie viel Geld der Mr. Glünki in seinem Aktenkoffer hat. Dabei wäre der da innen mit 10'000 extra zufrieden gewesen, oder mit 30. Aber nein! Es tut mir leid. Ja, mir auch! Ich habe gemeint, sie gleichen mit Prozent zu rechnen. Deine Erleichterung kostet mit 10% von 1'250'000 Franken. Aber er hat gesagt, es sei jetzt alles inklusiv. Die ursprünglichen 30'000, die plötzlichen Tod und alles ist gefummelt unter der Decke. So gesehen finde ich die Pauschale nicht schlecht. Moment mal, was für ein Gefummel unter der Decke? Komm, vergiss das! Zuerst müssen wir jetzt den Knabenhals da innen auszahlen. Sorry! Ihren Kaffee! Können wir etwas tun für Sie, Herr Fuhrer? Ja, wer nimmt noch Kaffee? Die ganze Familie, bis auf Frau Schoch. Ja, und Arthur auch? Nein, der sauft von heute auch nur noch Champagner. Danke. Nein, der ist nicht für Sie. Jemand? Oh, sehr freundlich, Herr Fuhrer. Der Zustand von der Frau Schoch hat sich noch nicht verbessert. Nein. Ich habe nachgedacht. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Also rein rechtlich muss nicht unbedingt Frau Schoch den Leichnam identifizieren, wenn sie gefühlsmäßig nicht dazu in der Lage ist, meine ich. Jeder andere Verwandte wäre ja auch berechtigt. Den Heinrich zu identifizieren? Ja, natürlich. Ja, Sie zum Beispiel. Ich? Ja, das ist jetzt aber vollkommen ausgeschlossen. Also wirklich, nein. Ich kann jetzt doch den Heinrich Schoch nicht identifizieren. Oder jeder andere nähe Verwandte. Und auch nicht ich. Also, es kommt noch etwas vor, dass ein netter Herr aus der Trauerfamilie sich freiwillig zur Verfügung stellt. Ich mache prinzipiell nie etwas freiwillig. Abgesehen davon, ihr wisst alle, dass ich kein Blut sehen kann. Er blutet sicher nicht mehr. Einer weg. Mir wird schlecht, wenn ich eine Leiche anschauen muss. Mich lüpft schon, wenn ich eine Blutwurst sehe. Und überhaupt? In 5 Minuten fliegen wir zurück auf Australien. Wir nehmen den nächsten Flug. Ein Heimweh, nach der Känguru. Ich schlage vor, wir regeln das unter uns, in der Familie. Herr Furt, wie wäre jetzt das, wenn Sie Steve und mir auch noch würden schnell einen Kaffee durchlassen? Wie bist du schon gut gegangen jetzt mit dem Leichenhaus? Man will die fremden Toten als Heini Schoch identifizieren, aber nicht ich. Du bist aber nicht gerade hilfsbereit, Vic. Noch nie gewesen. Woher nimmt der überhaupt recht, all seine kriminellen Aktivitäten zu verwickeln? Du machst es ja nicht gratis. Ich zahle ein paar. Es geht auch nicht um Geld. Wie viel? 10'000. 30. 20. 25. Top. Erstaunlich, wie das so geht. Geschäft ist Geschäft. Der Schochindex steigt. Vic, du erstaunst mich. Zuerst Geld und jetzt das. Geld nehmen, wenn man einem Freund hilft. Das ist kein Freund, der gehört zur Familie. So, Lea, dann hol jetzt hier die Abbe. Sie hat sich auf dem Abend eingeschlossen. Dann brichst du halt Türen auf. Da geht's zu. Und du gibst mir deinen Autoschlüssel. Zuerst gibst du mir den Klotz. Du bist hart. Wir leben in einer brutalen Welt. 25'000 für die Leiche und 15 für das Auto. Ich weiss. Macht zusammen 40'000. Ja, das weiss ich auch. Ja. Oh. Kein Grund zum nervös werden. Vorausgesetzt natürlich, dass ich dir zusätzlich wohltätige Spenden bekomme, die wir abgemacht haben. Ja, ist schon gut. 10% haben Sie, glaube ich, gesagt, Herr Schoch. Das habe ich gesagt, das hat er gesagt. Also gut. Minus die 30, die Sie bereits haben. In Ordnung, alles für einen guten Zweck. Dann wären das deine 40.
Die haben aber nicht auch etwa in die Zunge genommen, oder? Nein, nein, ich habe nur etwas zu gut für meine kleinen freundschaftlichen Gefälligkeiten. Sauhund! Was noch? Wo hättest du Kaffeepulver? Jetzt hat er uns alle drei verwünscht. Aber es bleibt ja in der Familie, gell, Steve? Es scheint sich da am australischen Brauchtum zu handeln. Ich kann nur wegen dem Kaffee fragen. Kannst du lieber am Küchentisch? Ja, nehmen Sie jetzt alle Tassen? Nein. Danke. Merci. Bitte. Wir können den Kaffee ja auch sein lassen. Herr Vorher. Herr Vorher, lassen Sie mal. Ich glaube fast, dass der Herr Braun, der wäre jetzt bereit, mit Ihnen zu dieser Identifikation zu gehen. Was? Sie haben sich also entschlossen, diese Aufgabe zu übernehmen? Ja. Das ist schön von Ihnen, Herr Braun. Dann gehen wir grad. Wenn Sie mir vielleicht noch 5 Minuten geben. Ich warte im Wagen. Und Sie fahren auf dem Rücksitz. Selber Sauhund! Ein bisschen mit Spass muss doch auch sein, oder nicht, Steve? Es ist mir immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten, Herr Schock. Ja, ist recht, ja. Der Steve hat gesagt, Sie wollen auf Barcelona. Der Steve soll die Klappe heben. Keine Angst, das erwartet niemand. Spanien wird Ihnen gefallen. Sie werden sich dort wieder heim fühlen. Sie meinen, das hat einen Haufen Schweizer. Ein Haufen Gauner. Was machst du jetzt dort? Fragen, ob du mich nicht beschissen hast. Bitte, Lieber, ich muss dir leider mitteilen, dass deine Frau unsere Tourettentür und mich persönlich angegriffen hat. Schwieg doch, du gehst jetzt mit dem Heini auf Barcelona. Du kannst dich unterwegs im Auto vom Vic anlegen. Im Auto vom Vic? Der Heini hat es abgekauft. Für 15'000 Franken. Und für weitere 25'000 geht er ins Leichenhaus. Das ist ja wunderbar. Der Vic geht ins Leichenhaus, der Heini auf Barlezone und ich ins Bett. So, komm, Hedi, leg jetzt deinen Mantel an. Ich brauche keinen Mantel im Bett. Du gehst jetzt mit dem Heini? Heini? Ja? Es stimmt. Ja, sicher. Da, der Autoschlüssel. Danke. So, und du kommst jetzt mit? Nein, ich will nicht für den Rest von meinem Leben als Frau Mossima in Bardezona verbringen. Über das können wir doch wirklich im Flugzeug diskutieren, Hedi. Hedi, schau, du bist ein bisschen betrunken. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Und ich bin total besoffen. Du treibst nicht zu weit, bist du gut, gell? Sonst fliege ich allein. Schön, dann gehe ich allein ins Bett. Leo. Hedi. Du bist doch um Heini seine Frau. Er braucht doch jemanden, der sich um ihn kümmert. Er soll sich eine andere Frau Mossima suchen. Du glaubst aber ja nicht, dass ich das nicht könnte. Da gibt es dann aber 1000 Frauen, die mit grosser Freude mein Luxusleben in Spanien teilen würden. Sag mir eine. Aber mehr als 1000. Sag mir eine einzige. Ich? Ich würde mit ihm gehen. Du würdest. Wenn der Heini mich mitnimmt. Ich glaube, ich habe wirklich etwas an den Ohren. So etwas Unmoralisches habe ich mir erlebt. Ich habe nie gehört, was meine beste Freundin mit meinem Mann verduft. Du willst ja nicht! Du kannst es ja noch überlegen. Oh nein, ich bin kein Spielverderberin. Du hättest doch nichts dagegen, Vic, oder? Känguru! Moment mal, man könnte es Hedi unmöglich allein anlassen, wenn morgen der Obermafiose da in dieser Wohnung auftaucht. Es gibt nur eine Lösung. Hedi muss beim Vic wohnen, zu Wollishofen. Wie? Bei dir ist es sicher. Halt, halt, halt. Eine Sekunde. Stopp, jetzt lass doch einmal mich reden. Also, du willst nicht mit und du kommst gern mit. Und ich persönlich wäre nicht abgeneigt, dich mitzunehmen. Und ich? Ah, du! Du nimmst mein Hedi in Obhut. Es wäre eine ganz grosse Erleichterung, wenn ich wüsste, dass sie bei dir zu Wollishofen in Sicherheit wäre. Ich danke dir, Mick. Bitte, bitte. Ja, Hedi, in dem Fall. Adieu. Ja. Ich darf keinen Kontakt mehr aufnehmen mit dir. Nein. Lena, hast du überhaupt einen gültigen Pass? Heim, ja. Gut, wir holen ihn auf dem Weg zum Flughafen. Ist das nicht aufregend, Vic? Geil! Was?
Pass gut auf meine Frau auf, Heini. Ja, und du auf meine. Also dann, gehen wir jetzt. Sind wir jetzt eigentlich so weit? Jetzt haben wir uns doch gesagt, Sie sind abgefahren. Ich bin umgekommen. Wollt ihr mein Geld nicht abschreiben? Also, Herr und Frau Braun zum Flughafen. Herr und Frau Braun sind gestorben. Wenn? Lassen Sie einfahren zum Flughafen. Wann nennt ihr jemanden fahren? Aber ich fahre mit dem Auto vom Herrn Welti. Jetzt Sterne. Aber warte mal, Sie könnten dafür Frau Schoch fahren. Zum Flughafen? Nein, vor uns offen. Also, Sie fahren jetzt selber zum Flughafen? Ja. Und ich fahre Sie auf Wollishofen? Ja, ich wohne jetzt dort. Sie kommen da mit mir? Nein, nur Frau Schoch fährt auf Wollishofen. Ich fliege auf Barcelona. Ach so, Sie fliegen jetzt mit Ihrer Frau auf Barcelona? Nein, nur Sie fliegen auf Barcelona, ich fahre mit der Polizei ins Leichenhaus. Ich fliege auf Barcelona. Mit der Frau von dem Herrn? Ja. Moment mal. Er nimmt Ihre Frau mit auf Barcelona? Ja. Und Sie leben von jetzt an zu Wollishofen mit ihm da? Ja. Aha. Das ist ein Zwingerclub. So, kommen jetzt müssen wir aber wirklich. Halt, da fehlt etwas. Hey, leg deinen Mantel richtig an. Kann nicht, jemand hat den Ärmel geklaut. Muss der Koffer auf Wollishofen oder zum Flughafen? Das ist doch jetzt egal. Ich platze jetzt da. Dann platzen Sie aber bitte dus. Wie gebissen. Gut, komm jetzt wenigstens du mal. Ich wollte noch sicher sein, dass es keine weiteren Programmänderungen gibt. Bei der Geschwindigkeit, wo du deine Pläne änderst, wäre es möglich, dass du am Schluss im Bett auf mich wartest. Vic, bitte geh jetzt ins Leichenhaus. Gehen wir? Gehen wir, ja. Oh, Moment. Was ist denn jetzt noch? Das Muscheli. Das Muscheli? Unsere Katz. Das Muscheli haben wir ganz vergessen. Wo ist sie? Das habe ich den ganzen Abend nicht gesehen. Der Rico und ich können ja morgen nachher schauen. Aber morgen ist doch der Obermafioso längstens da. Der Mörder? Hast du wieder das Katzentürli aufgelassen? Der Mörder kommt doch nicht durchs Katzentürli. Heini? Ja? Lea? Ja? Vic? Ja? Ich muss ins Bett. Oh nein. Hey, die, komm. Du kannst in meinem Bett schlafen. Das Wollishofen. Also, was ist jetzt? Herr Braun! Das bist du! Ah. Ja. Also, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie gesagt 5 Minuten? Habe ich gesagt. Sehr deutlich sogar. Hör auf! Du kannst jetzt wirklich mit dem gehen. Wir haben ja uns jetzt lang und ausgiebig an dir gesagt. Das Leben ist manchmal schon komisch, hä? Da schläfst du nach Purzel, Bäume. Die Sonne lacht am blauen Himmel. Vögel pfeifen das Liedling. Und zack! Hast du kein Muscheli mehr? Das war jetzt fast ein bisschen poetisch, was der Weg da gesagt hat. Lea, könntest du vielleicht mal für ein paar Minuten deinen Weg vergessen? Komm, hilf mir jetzt gescheit, das Handy in ein Taxi raus zu verfrachten. 1, 2 und 11! Muscheli, Muscheli, Muscheli. Ja, mach dir doch nicht ewig Sorgen um dein Muscheli. Der Nachbar kümmert sich sicher drum. Oh. Ist Frau Schoch immer noch nicht fertig? Doch, ziemlich. Die ist ja betrunken. Nicht, dass man dann ein Taxi kotzt. Schon raus, los, in ihren Taxi. Komm, hilf! Die ist aber wirklich Sack zu. Komm ich? Oder gang ich? Du gehst!
Jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Was? Wir müssen doch das Geld teilen. Teilen? Hey, ja, natürlich unter uns. Du und der Vic. Und ich und Lea. 50-50. Wo ist der Koffer? Da. Das ist aber, weißt du, wie grosszügig von dir? Das ist nichts als fair. Komm jetzt, hau jetzt! Excuse. Ich weiss nicht, ob das jemand interessiert, aber meine Taxuhr steht jetzt auf 137.50 Franken. Dabei sind wir noch keinen Zentimeter gefahren. Ui. Hallo? Nein! Nein, da wohnt kein Oktokopf. Sie sind der Bischof Goldregenweg 77. Nein! Hey. Sie haben uns die Adresse gegeben. Wem? Mr. Oktokopf. Wer ist der Mr. Oktokopf? Lea, schnell, geh ins Auto. Und du gehst jetzt mit raus im Taxi. Ja, Gott sei Dank. Nein, wartet einen Moment. Augenblick. Wir müssen ja zuerst, ihr wisst schon was, teilen. Ihr wisst schon was, teilen? Wir nicht sein. Komm, Hedi, mit dem Heidi und mit mir ins Auto. Das Finanzielle regeln wir unterwegs. Du, das ist eine gute Idee. Also, wir brauchen den Taxi nicht mehr. Kommen wir. Jetzt haben wir Zement noch mal. Ja, haben Sie jetzt noch? 137 Franken 50 plus Trinkgeld. Ja, jetzt habe ich nur gerade 100 Noten. Das trifft sich gut, ich kann nicht rausgeben. Wenn wir dann noch unseren Flüger verpassen, gell? Dann aber wirklich nur wegen... Nein! Geht's nicht? Hast du Heini? Nein! Sind Sie durch, Büro? Um Himmels Willen, Heini, was ist los? Will jemand ein Fleischkäse? Das ist ja dein Aktenkoffer. Ich habe nichts gegen das Blödchen. Was ist denn passiert? Das kann dir sagen, was passiert ist. Dein Mann ist mit dem Detektiv vorher auf und davor. Und der klammert sich an einen Aktenkoffer mit 1 Million und noch fast 250.000 Franken drin. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist es Taxi. Aus der Traum. Es tut mir leid, Heini. Am Ende heisst es wieder wickeln. Ich weiss nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich sei wieder ziemlich nüchtern. Und was ist jetzt mit meinen 137 Franken 50? Akzeptieren Sie auch Ratenzahlung? Nein, nein. Vic? Vic, du bist wieder da! Wo hast du vorhin? Das. Wir haben gemeint, du seist bereits in der Gerichtsmedizin. Zum Gericht zu identifizieren. Das habe ich jetzt gerade gemacht, wir haben hier eure Katze überfahren. Das ist nicht schlecht. Es tut mir so leid, Heini. Ja, ist ja gut. Sie ist im Vorhinein direkt vor den Streifenwagen gerannt, fletsch und flach gelegen ist. Jesus, es ist mir schlecht. Wo ist der Koffer? Sie hat sicher keine Schmerzen gehabt. Wo ist der Koffer? Der Aktenkoffer? Mit dem Geld? Da? Nein, das ist ja meine. Ja, aber wenn das deine ist, dann ist der dort das deine. Ja, eben. Mir wird es immer schlechter. Wo ist denn der Vorhinein? Der grabt ein Loch für die Katze. Komm, du, wir müssen irgendwie die Koffer wieder austauschen. Eine gute Nachricht. Ha, Herr Furrer! Sie ist nur betäubt. Wer? Katze, das hat er nicht gemacht. Oh, das ist ja wunderbar. Ist jetzt das, wie wunderbar es ist. Mann, das ist wunderbar, Freddy. Es wäre ja eine grauenhafte Tragödie gewesen für die Hedler, wenn sie am gleichen Tag ihren Mann und ihr Muscheli verloren hätten. Ja, dann fahren wir jetzt aber, Herr Braun. Sie haben ja noch nicht mal einen Kaffee gehabt. Also, eine Tasse Kaffee haben Sie jetzt wirklich verdient? Nein, ich will keinen Kaffee. Dann sitzen Sie wenigstens ein Moment ab. Sie haben den ganzen Abend keine Pause gemacht. Ja, ich wollte keine Pause. Ich will mit dem Herrn Braun ins Leichenhaus. Ja, aber ein Tassel Kaffee kann Ihnen doch nicht schaden. Ich bin sehr geduldig mit Ihnen, Herr Schoch. Das sind Sie, ja. Und mit vielen von Ihren Familienmitgliedern auch. Schon, aber trotzdem. Jetzt passen Sie mal auf. Ich bestehe jetzt darauf, dass der Herr Braun mit mir unverzüglich in gerichtsmedizinisch fährt. Warum haben Sie denn das nicht gerade gesagt? Der Herr Braun wartet nur auf Ihre Anweisungen. Gott sei Dank, Herr Muscher, ist nichts passiert, Heini. Hast du das gehört, Heini? Vic, du bist fantastisch gewesen.
Wir haben das Geld wieder. Ich habe mir Sorgen gemacht wegen unserer Katze. Jeder von uns kommt die Hälfte über. Von der Katze? Also bitte. Vic, hättest du etwas dagegen, wenn das Büsi bei uns leben würde? Dagegen gar nicht mehr etwas dagegen. Müde bin ich Känguru. Ich hole nur mal schnell das Katzenkistchen. Aber pressiert, der Obermafioso hat unsere Adresse. Er weiss, wo du wohnst. Ja, sicher. Seit wann? Seit etwa 10 Minuten. Der Taxichauffeur, der Doppel hat ihm sie gegeben am Telefon. Mir wird's, glaub ich, schon wieder schlecht. Heini! Leo! Wir haben das Geld wieder. Und das ist ja so Ihr seid noch nicht in Barcelona. Los, Lea, jetzt hol ich das Handy und dann bringen wir sie zu dir heim. Wie abgemacht, gell? Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Ich habe ein Date. Mit einer Leiche. Jetzt langt's. Jetzt habe ich nur lange auf sie gewartet, Herr Braun. Kommen ja? Nein, sie müssen nicht mehr kommen. Wo ist ihre Schwägerin? Das Oberlohnkaufen. Ja, genau die meine ich, die trümmerige Schwester, die besoffen Witwe. Ja, die kommt jetzt mit ihren Alko anschauen, ob es ihr passt oder nicht. Nein, nein, soll ich das machen? Ich brauche das, verstehen Sie? Therapeutisch. Der kommt von der Zunge. Wenn Sie nicht in 5 Minuten in meinem Auto hocken, dann lasse ich Sie zwangsweise vorführen. Frau Schoch ist jetzt gar nicht mit. Halten Sie doch das Maul und gehen Sie dort her, wo Sie hergehören. Auf Australien zu Ihren Schafsböck. Jetzt hat er schon wieder den falschen Koffer mit. Du meinst den richtigen. Ja, das war es dann. Der Detektiv Furrer findet das Geld. Der Obermafioso findet uns. Und wir finden einander dann im Leichenhaus. Wir müssen verschwinden, bevor der da auftaucht. Wohin? Ich bin pleite. Wie? Jetzt müssen wir beweisen, was echte Freunde sind. Das Hedi und der Heini wohnen vorläufig bei uns in Wollishofen. Zwei? Ja, in einer kleinen Zweieinhalbzimmerwohnung. Nein, in der Jugendherberge. Wir rutschen ein bisschen zusammen. Chauffeur ist hinter seinem in den Streifenwagen gefahren. Nein, auch so ein Pech. Ja, mit mir rührt es zurück und ich fahre hinter seinen Fußgänger. Das ist ein Schreck. Ja, ich als Polizist habe jemanden überfahren. Wissen Sie, was das für Lampen gibt? Darf ich Ihnen etwas abnehmen? Wenn Sie mich anlangen, dann landen Sie neben dem Heini im Kühlfach. Neben dem Heini? Ja, ja, du, verstanden? Ja, ich muss da warten, bis alles geregelt ist. Und der Krankenwagen kommt. Haben Sie eine Hausapotheke? Selbstverständlich, aber oben im Badzimmer. Gut. Herr Furrer! Ja? Ihren Koffer! Yippie! Jetzt hast du mich zweimal gerettet. Es tut mir ja so leid, Heini. Ich habe mir erzählt, dass der Fuhrer mit dem Geld ab ist. Das ist Schnee von gestern. Barcelona ist wieder aktuell. Ist das der mit dem Geld? Ah, bin ganz sicher. Das ist ja toll. Jetzt hätte ich sagen. Ich habe mich entschlossen, mit dir und der Lea zu gehen. Wirklich? Ja. Fantastisch. Leo, hast du nichts dagegen, wenn meine Frau auch mitkommt? Sicher nicht. Wir teilen uns dich. Jetzt machen wir aber mal einen Punkt und was mit mir? Du bleibst da, du hütest das Muscheli. Das nimmt sie nicht mit. Vic, warum kommst du denn auch mit? Mit uns, Vic. Wir gehen alle miteinander auf Barcelona. Ja, aber was mit dem Muscheli? Ich sag mir, Willi soll es zu sich nehmen. Aber der macht nichts gratis. Ich lasse ihm gescheiter einen Vorschuss da für seine Unkosten. Also, eure Tierliebe in Ehren, aber mir macht im Moment Mr. Octokopf mehr Bauchweh als euer Muscheli. Da hast du auch wieder recht. Er kann nämlich in jedem Augenblick da sein. So, jetzt haben wir den Verletzten auf dem Trottoir draussen zuerst einmal verarztet. Guten Abend miteinander. Oh nein. Ich habe gemeint, Sie seien schon lange unterwegs nach Düsseldorf. Ja, irgendwie habe ich gedacht, ich darf meine Familie in dieser schweren Zeit nicht alleine haben. Übrigens, knapp vor eurem Haus ist ein Unfall passiert. Ja, ich weiß, ich weiß. Alles Nötige ist eingeleitet. So wie es aussieht, haben Sie einen Fußgänger überfahren. Ja, nein, das ist nicht meine Schuld. Das sagen alle. Warum stellen Sie nicht endlich einen Krankenwagen? Ach, ich habe doch einen Krankenwagen bestellt.
Aber es ist ja schon ein Affenschand, wie Sie und Ihre ganze australische Sippen einem nicht ein bisschen mehr behilflich sind. Ja, wegen dem Fußgänger müssen Sie sich keine Sorgen machen. Der hockt auf dem Trottoir und hebt sich den Kopf. Wenn er noch nicht blutet, ich habe kein Blut gesehen. Wink! So, kommt jetzt, bevor der Obermafioso kommt. Der Obermafioso ist schon da. Da? Wo? Das. Nein! Es ist der verletzte Fußgänger auf dem Trottoir. Wer wissen Sie das? Er murmelt ununterbrochen. Akta Kaff, Akta Kaff, Akta Kaff. Oh, verrückt. Sieht er gefährlich aus? Jetzt nicht mehr. Ja, der Schrammen am Kopf, das Handgelenk verstaucht und der Fuß gebrochen. Aber sonst ist er gesund. Da ist hinten noch eine Unterkieferfraktur. Bevor er muss blödsinnig in der Linie gefahren sein? Nein, überhaupt nicht. Im Zusammenputsch hat er nur den Schrammen am Kopf. Aber als ich festgestellt habe, wer es ist, habe ich ihm den Käfer gebraucht, die verstaucht hat und den Knochen zu Heini, ich würde sagen, der Knabe Hans hat gerade noch mal 10'000 Franken verdient. Ja, wenn du meinst, am Geburtstag gibt mir ja gerne einen aus. Ja, schon. Ja. Ein Vorschlag. Sie geben mir einmal da etwas und einmal dort etwas. Wie wär's, wenn Sie mich wieder fest auf die Gehaltsliste setzen? Auf die Gehaltsliste? Ja, ja. Nehmen Sie mich doch mit auf Barcelona. Sie brauchen doch jemanden, der auf Sie aufpasst. Keine schlechte Idee, Heini. Aber sind Sie nicht verheiratet? Wohl schon. Aber in Barcelona suchte ich mich im Leben nie. Okay, Sie sind engagiert. So, und jetzt gehen wir, bevor der Vorrat zurück ist. Wir hauen jetzt alle hinten raus durch die Küche. Die nehme ich nicht auf die Reise. Leute, die nehme ich. Du nimmst das. Herr Schoch. Ich habe gemeint, Sie müssen sich um unser Muscheli kümmern. Ihre Katze geht's gut, sie ist im Taxi. Ich mache mir Sorgen um den Detektiv Fuhrer. Ja, was heißt, hat denn der schon wieder vor? Ja, gar nichts vor, er ist K.O. gegangen. Oh nein. Nein, bisschen gut nicht, auch noch! Davor hat dem verletzten Typ den Aktenkoffer wegnehmen. Der hat ihm den Gauner den Koffer voll auf den Schädel gehauen. Peng! Schöner Mist! Ich vermute, der Oktokopf hat etwas Illegales in seinem Oktokopf. Ja, wo ist denn der jetzt? Er hinkt den Goldregen auf und ab und sucht Nummer 77. Das darf aber nicht wahr sein! Können wir irgendwo hinaus? Ja, natürlich, da, der Kochi. Moment mal schnell, was heisst denn da mir? Ich komme mit. Auf Barcelona? Warum nicht? Alle anderen haben sie ja dafür gezahlt, dass Klappbeben. Aber ich habe doch schon einen Bodyguard. Jetzt haben sie ja noch einen Chauffeur. Wir warten. Augenblick, ich muss nur noch schnell die Arbeitsbedingungen vom Personal verhandeln. Der Herr Schoch hat mich jetzt gerade als Chauffeur angestellt. Ich habe gemeint, Sie seien als Pflegevater vom Muscheli bestimmt. Das Muscheli, das bringe ich meiner Tante. Bis wir abfliegen, dass wir möglich noch einen Koch und einen Buchhalter angestellt. Wir sehen uns auf dem Flughafen. Hasta la vista, señores. Ja, ja, schon gut. Olle! So, komm, Heini, mach jetzt einmal. Hoffentlich läuft der Fuhrer nicht in die Finger. Nur zur Sicherheit. So, komm jetzt. Entschuldigung, könnten Sie etwas deutlicher sprechen? Excuse, aber ich verstehe Sie nicht. Ja, jetzt verstehe ich Sie grandios. Es klingt holländisch. Das klingt förmlich. Warten Sie mit Schüssen, wir holen einen Dolmetscher. Ich brauche keinen Dolmetscher, jetzt gib mir den Oktokopf. Heini! Hedi, hast du Besuch erwartet? Nein, Lea, eigentlich nicht. Wer ist der Herr? Keine Ahnung. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Ein bisschen wie der Glöckner von Notre Dame. Himmels Willen, reizt ihn doch nicht! Aktenkoffer! Aha! Er will den Aktenkoffer. Ja, so. Ja, den kann er haben. Nein, nein, nein! Nicht. Was zum Teufel ist da innen los? Aufpassen! Sie ist geladen! Spassvögeli! Haben Sie geschossen, verdammt einmal! Genau, ich habe den Vogel abgeschossen. Kann ich jetzt die Augen wieder aufmachen? Hey, hey, was ist los, Moment, ich komme gerade. Ich
Kommen Sie auch rein? Wo ist der Mann, der mich mit seinem Achterkoffer angegriffen hat? Da. Sternenkeit noch mal. Was ist denn mit dem passiert? Er ist umgefallen. Ich habe Schuss gehört. Wer ist das eigentlich? Ja, los, rücken Sie raus, wer ist das? Ich glaube, wir sagen jetzt gescheitert worden. Nein, ja, jetzt hört mich doch! Ich wollte alles zugeben. Ja, hör auf! Ist doch das Beste für uns alle. Ruhe jetzt! Absitzen! Na, Sie nicht. Also, schiessen Sie los. Also, gut. Ich habe den Achterkoffer aus Versehen im Tram mitgenommen. Und der, der meinen mitgenommen hat, ist in der Limme gelandet. Und der, der ihn in die Limme gerührt hat, liegt jetzt da auf dem Teppich. In dem Achterkoffer hat es, wie ihr ja alle zusammen wissen, ein halbes Fleischkäse-Sandwich mit Gurke. Und in dem Koffer ist 1.250.000 Franken minus Spesen. Und jetzt zum personellen Aspekt. Sie ist doch nicht Gwendorin von Sydney, sondern Lea von Wollishofen. Und er heisst nicht Steve und er züchtet auch kein Schaf. Er ist einfach ein guter Freund, der Victor Welti. Und das ist ganz sicher nicht mein Bruder Arthur, sondern ein polygamer Stamm. Vom Bahnhof. Und der ist vermutlich der Einzige, der er wirklich ist, nämlich ein geduldiger Taxichauffeur, der Herr Ernst. Willi. Der Herr Willi. Für dich Ernst. Ach so, in dem Fall Heini. Heini? Ja, natürlich bin doch nicht der Freddy Schoch, sondern der Heini Schoch. Der Mann von dieser Dame da, dem Hedi. Und der liegt da, weil er gehofft hat, den hier rüberzukommen. Als er aber von einem unbekannten Mr. Glünti den hier rüberkommen hat, hat er den unbekannten Mr. Glünti ins Wasser gerührt und jetzt ist er rübergekommen, um seinen eigenen Oktokopf zu holen. Känguru! Erzählen Sie das nochmal. Also gut, ich habe den Achterkoffer. Augenblick! Aha. Gucki. Ich will jetzt nichts trinken, danke. Kokain. Kokain? Ja, einen ganzen Koffer voller Kokain. Dann kommen Sie aber eine recht zünftige Belohnung über den Schoch. Meinen Sie? Ja, ja, mindestens 2000 Franken. Du, da kannst du deinen Gucker reparieren lassen. Und den bringen wir jetzt in den Krankenwagen. Würden Sie mir bitte helfen dabei? Herr Schoch, Sie sind der wahre Stütze von unserer Gesellschaft. Ja. Los, vorwärts. Komm. Kein Oktokopf. Nein, Loch im Kopf. Das wär's dann gewesen. Hedi, jetzt könntest du mir eigentlich das Geburtstagsessen auftischen. Herzlichen Glückwunsch, Heini. Ja, schon recht. Ja. Ich wollte noch sagen, nichts für ungut. Ja, schon recht. Vorwärts, meine Herrschaften, ab zum Flughafen. Destination Barcelona. Ernst, du hast ja nicht zugelassen, der Türk ist abverreckt. Der Fuhrer ist mit dem Geld davon. Meint er, ja? Aber den ganzen Stutz habe ich schon lange sichergestellt. Thank you.